Sonne über dem Meer? Nee, leider nicht. Das ist die Elbe in Hamburg und tatsächlich Sonne in Hamburg. Der Himmel ganz okay für die aktuelle Wetterlage im Allgemeinen. Und heute leider Wolken und Regen auf Mallorca. Zu Wort, der Regen wird benötigt. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ich gehe da später nochmal drauf ein. Auf jeden Fall bin ich hier auf der Tour zum Flughafen nach Hamburg und muss hier ein paar Stadtteile passieren. Arbeiterstadtteile, Stadtteile mit einer hohen Bevölkerungszahl. Wir fahren hier mit der S-Bahn. Rausgucken kannst du nur an einigen Stellen. Ansonsten siehst du hier Wände, Sichtschutzwände mit Graffiti beschmiert, alle. Kennt man, das ist glaube ich mittlerweile überall so, dass alles beschmiert wird. Wenn wir freie Sicht hätten, dann wäre das hier gar nicht so schlecht. Hier gibt es so Gebiete, hier mit gerade mit Schrebergärten und so weiter. Dann gibt es hier viele Seitenarme der Elbe. Es gibt hier viele Zonen, wo mittlerweile Hausboote auf dem Wasser liegen. Aber natürlich auch ja, Hochhäuser. Und. Ja, ich hoffe, es interessiert euch ein bisschen als Einleitung. Es gibt natürlich Stadtrandteile hier in Hamburg, die sind wirklich schön. Wer im Zentrum wohnen will oder hier so in Gebieten wie Hamburg-Wilhelmsburg, Vettel und so weiter. Oder wir kommen ja gleich Richtung Innenstadt, Richtung Hafen City. Da wohnt man natürlich dicht an dicht. Ja, mit der S-Bahn nach Hamburg macht im Moment Sinn. Hier ist jetzt die Norderelbbrücke, also die Elbe, die spaltet sich hier in zwei Hälften durch Hamburg hindurch. Hier der Elbtower von Hamburg, das Millionengrabobjekt, oder es ist vielleicht schon eine Milliarde, man weiß es nicht. Kostet richtig Geld, kann man gespannt sein, wie es weitergeht. Der erste Organisator ist auf jeden Fall insolvent und nun wartet man auf eine Lösung, was daraus wird. Hier ein Riesentower. Wir sind nur noch kurz vor dem Hamburger Hauptbahnhof. Da geht es gleich in eine andere S-Bahn. Es war wirklich ein super Tag hier. Natürlich kalt, aber Hauptsache Sonne. Regen hatten wir hier schon genug. Die Böden sind durchgeweicht und vielleicht braucht Mallorca auch diesen Regen mal. Für alle, die jetzt natürlich da auf Mallorca Urlaub machen, ist natürlich der Schock kühle Nächte und die Tage im Moment. Da kann man auch jetzt vielleicht mal nur 14, 15 Grad erreichen. Und morgen in der Früh einstellig wahrscheinlich. Das ist dann mal so, müssen ein paar Tage durch und dann wird es auch schon wieder besser werden, das ist ziemlich sicher. Ja, hier jetzt sind wir in einem Bereich, wo es nur Büros gibt oder überwiegend Büros, kaum Wohnraum, riesen Büroflächen, also nicht nur auf dieser Seite, sondern auf der anderen Seite hin. Hier wird hart gearbeitet, Tag für Tag. Das ist übrigens der letzte S-Bahnhof. Dann sind wir am Hauptbahnhof, den werde ich kurz zeigen. Und dann geht es von da aus weiter zum Flughafen. Das werde ich nicht dokumentieren, ist auch schwer zu filmen. Auf jeden Fall bin ich relativ spät dran. Ich habe effektiv Wartezeit auf dem Flughafen von nicht mal 2 Stunden. Bin ja schon mal drauf eingegangen, ist wenig. Und hat der Flieger Verspätung, ist das okay, denn wird schon mal ein bisschen mehr. Das weiß ich jetzt noch nicht. Im Moment sagt die App noch alles pünktlich, aber das sagt noch nichts. Thank you.
Ja, nach den hässlichen, beschmierten Mauern, was daran Kunst sein soll, das schieße ich mir oftmals nicht. Es sei denn, du bist wirklich Künstler und machst da eine Wand richtig schön, aber es ist einfach eine Vollkatastrophe, alles beschmiert. Aber wie gesagt, wir kennen das auch aus Palma, wunderschöne Wände werden beschmiert. Das ist der Hamburger Hauptbahnhof. Es gab hier oder gibt hier links von mir noch einen Bereich, wo ich dann unterirdisch angekommen bin. Also das ist noch nicht mal alles an Gleisen hier. Das ist ein Durchgangsbahnhof, anders wie andere Bahnhöfe. Ich habe jetzt einige Jahre erlebt in den letzten Monaten, bin ich auch mal in Deutschland, quer durch Deutschland gefahren, geht es hier hindurch. Also hier ist schon richtig Trubel jeden Tag. Und ich bin hier auf einem Gleis, Bahngleis oder Bahnsteig, wo nur S-Bahn abfahren. Wir müssen jetzt hier Richtung Hamburg, Poppenbüttel und zum Flughafen. Da sehen wir uns dann gleich wieder. Selbst hier scheint die Sonne rein, also man freut sich. Ist gleich eine ganz andere Stimmung, wenn die Sonne mal scheint. Aber das ganze Wochenende war gar nicht so schlecht. Also ich habe eigentlich alles richtig gemacht, dass ich ausgerechnet dieses Wochenende genutzt habe, beziehungsweise ich war nicht nur just for fun in Hamburg, sondern musste auch arbeiten. Ich hatte eine Moderation und ich musste auch ins Büro hier und habe also kaum Freizeit gehabt, aber es war jetzt kein Stress für mich, weil wenn ich eine Moderation habe, treffe ich auch Freunde. Und das darf man nicht nur als Arbeit ansehen. Ja, dann Regionalbahn da drüben und dann fahren natürlich auf der anderen Seite vom Hauptbahnhof die ganzen ICEs ab. Achso, ich habe noch was gemacht und ja, dazu werde ich später nochmal ein Video zeigen. So, jetzt sind wir schon angekommen hier auf einem Bahnhof und von dem fahren wir ab und einen herrlichen Sonnenuntergang sehen wir gleich wahrscheinlich und dann gleich mehr. Unterirdisch sind wir angekommen am Hamburger Flughafen. Hier eine Netzkarte vom Hamburger S- und U-Bahn-Netz. Wer hier mal ankommt, steht nicht also einfach so dumm da, sondern ist alles geregelt hier. Helmut Schmidt, Flughafen Hamburg, Helmut Schmidt. Oh je, ich vermisse ihn wirklich. Kann das gar nicht akzeptieren, dass es ihn nicht mehr gibt. Und das seit vielen Jahren. Der hat hier übrigens in der Nähe vom Flughafen gewohnt. Ganz bescheiden. Er hat so eine Art Reihenhaus und eine Doppelhaushälfte gehabt. Man kann die besichtigen. Es gibt da eine Stiftung, den genauso mag und verehrt wie ich. Das war ein Politiker, der hatte noch den Popo in der Hose. Also der hat noch was geleistet. Egal ob für seine Stadt Hamburg oder für Deutschland später als Kanzler. Ich denke mal, das war toll, was der gemacht hat. Okay, wir sind am Flughafen. Es geht aufwärts. Das ist schon mal was Gutes. Ich habe nicht den Eindruck, dass hier so richtig viel los ist. Das werden wir aber gleich sehen.
ist tatsächlich nicht so voll hier. Wir sind hier im Bereich vor der Sicherheitskontrolle und da muss ich eine Etage hoch. Und das macht alles ja einen ziemlich leeren Eindruck hier. Hier sind viele Läden, das ist hier wie ein Einkaufszentrum. Manche Läden haben schon zu. Einige machen auch jetzt bald zu. Für diesen Tag zumindest. Und, aber es gibt ja auch Supermärkte. So, jetzt sind wir oben in der Sicherheitskontrolle. Und wir sehen wenig Leute. Also das geht gleich ruckzuck, das ist schon klar. Ich werde noch ein paar Bilder hier zeigen, wie es aussieht, damit ihr das ein bisschen einschätzen kann. Das siehst du sonst kaum, dass mal hier so viel Platz ist. Und dann hast du oft lange Schlangen. Hier rechts sind die Spuren, da sind die Eingänge. Hier nochmal in die andere Blickrichtung. Ich bin durch. Ja, das ging ruckzuck. Ich hatte etwas mit, ein Teil. Und das durfte ich nicht mitnehmen. Das wollte ich unbedingt. Ja, ist vernichtet. Das war so ein Pulver, was ich über hatte und haben sie rausgezogen. War ihnen zu heikel. Da war so ein Sicherheitshinweis drauf und deswegen durfte ich das nicht mitnehmen. Hat den Wert von 10 Euro, ist jetzt ärgerlich, aber es wird weggeschmissen. Ich habe dann gesagt, ja, dann schenke ich euch das. Haben die gesagt, nee, dürfen wir nicht annehmen, ja, wenn es denn so ist. Der nächste hatte übrigens ein Feuerzeug dabei, auch das Feuerzeug. Das war nicht gerade günstig, glaube ich. Also kein Einwegfeuerzeug, sondern ein nachfüllbares. So, ich musste mal eben umschwenken und das nachfüllbare Feuerzeug musste abgegeben werden. Die fragen mir noch, haben Sie nicht Verwandtschaft draußen da? Nee, haben wir nicht. Ups, Vorsicht. Gerade mal technisches Problem. So, jetzt geht's wieder. Ich bin jetzt noch mal eine Etage höher und schaue noch mal kurz auf den Sicherheitsbereich. Heran kann ich nicht und sind überall Sicherheitskräfte und so weiter, die aufpassen, dass hier alles glatt, rund und ordentlich läuft. Also man hat hier fürchterlich viel Personal zur Verfügung, finde ich, im Vergleich zu Mallorca, zu Palma, dem San Juan Flughafen. Da sind viel, viel weniger Leute, die den Job machen müssen und machen es auch gut. Die hier machen es auch gut. Keine Frage, immer freundlich. Aber du wirst halt oft rausgezogen. Du musst halt oft irgendwie Stellung nehmen zu deinem Handgepäck. Und so Leibesvisitationen gibt es hier also auch ziemlich häufig. Das sind aber Sicherheitsmaßnahmen, die müssen wahrscheinlich sein. Vielleicht ist das auch Training, wenn wenig los ist. Mag sein, mich stürzt wirklich gar nicht. Den Puffer habe ich immer eingebaut und ich bin immer ganz entspannt dabei. Ist egal.
Einblick nach draußen aus Vorfeld und Rollfeld. Und wer hätte das gedacht? Liebe Fans, ich kann euch einen Sonnenuntergang präsentieren. Richtung Westen. Da hinten irgendwo geht es Richtung Nordsee. Aber so weit können wir natürlich nicht schauen. Wenn wir Glück haben, können wir von hier noch das Volksparkstadion so ein bisschen erkennen. Das ist alles. Also Richtung Hamburg-Stelling gucken wir da. Und ja, wunderschöner Ausblick. Ja, das war nicht zu erwarten, dass wir so ein schönes Bild hier einfangen können. Habe ich auch zum ersten Mal, dass ich das hier so abpasse. Und ich bin ja nun häufig hier. Ich bin jetzt hier auf einem Flügel, wo wenig los ist. Circa noch 10 Starts und Landungen sind angesagt. Auf Mallorca sind es heute über 600. Unglaublich. Die ganzen Tage schon. Manchmal über 700 sogar, aber es pendelt sich so ein zwischen 600 und 700 und das ist schon für die Jahreszeit eine ganze Menge. Da sind aber auch viele kurze Pendelflüge dabei, also so zwischen 3 und 5 Tagen, höre ich immer wieder. Ja, hier ist auch jetzt wirklich wenig los. Die machen jetzt hier allmählich alle sauber, die Geschäfte, und bereiten sich auf den Feierabend vor. Ich habe eigentlich schon damit gerechnet und jetzt kam die Mitteilung, dass der Flug sich verspätet um eine halbe Stunde. Also er rutscht von 21.35 Uhr, war es ursprünglich, glaube ich, auf 22.10 Uhr. Da kann man sich an 10 Fingern abzählen, dass es dann eventuell noch mal ein paar Minuten länger dauern wird, wahrscheinlich. Und ja, deswegen, ich werde jetzt so langsam meinen Bereich gehen. Und hier schauen wir mal, was so los ist.
Jetzt musste ich mal eben umschalten. Vielleicht konnte man das eben noch kurz sehen. Es kamen mir 5 Polizisten entgegen mit einem Reisenden. Der war stark angetrunken. Er wollte nach London. Also wir haben Englisch gesprochen. Und den haben die aus dem Verkehr gezogen. Er hat wild diskutiert, wollte das nicht einsehen. Er wurde abgeführt, kann nicht fliegen. Das war's für ihn. Der muss jetzt wahrscheinlich erstmal ausnüchtern. Ich kann das nicht sagen, ob er eine Strafe kriegt. Wenn man weiß es eigentlich, also besoffen geht gar nicht. Also die greifen tatsächlich, das hatten wir ja schon mal vor kurzem. Leute wurden aus dem Flugzeug rausgeholt, Leute wurden daran gehindert einzusteigen, weil sie stark alkoholisiert waren. Und wenn du das merkst oder wenn das Personal hier das merkt, dann ziehen sie die Leute raus. Ohne Wenn und Aber. Also das macht natürlich auch Schule. Wenn die eine Fluggesellschaft das macht, macht die andere das auch. Also wenn jetzt die Ballermann-Touristen kommen und die glühen schon vor, das gibt Ärger hier, glaube ich. Das werden die voll durchziehen, das Personal. Und nicht nur wahrscheinlich in Hamburg, sondern auch auf anderen deutschen und ausländischen Flughäfen. Das wird man wahrscheinlich dort ähnlich sehen. Und man will es halt nicht. Man will es hier nicht. Man will das in Spanien und auf Mallorca nicht. Ich bin jetzt hier in einen nochmal ruhigeren Bereich gegangen. Und da ganz hinten ist dann Ende. Und da starten die Ryanair-Flieger. Ich fliege heute mit Lauda Air. Und ja, auch ein paar andere, aber auch Lufthansa startet da heute Abend. Also alle hier in der Ecke, deswegen ist da hinten richtig voll. Und hier nochmal eine Zone, wo man so ein bisschen ausruhen kann vorher. Ja, also so viel dazu. Da werden überraschend ein paar Plätze in den Fliegern frei. So, da geht's jetzt gleich los. Also wir haben tatsächlich jetzt eine halbe Stunde Verspätung und dann hoffen wir mal, dass wir pünktlich abfliegen. Wir starten vom Vorfeld aus. Treppen, eine vorne, eine hinten. Dadurch geht es tatsächlich schneller, weil zeitgleich an beiden Seiten gearbeitet werden kann und das Gepäck verstaut werden kann, was ja immer lange dauert. Und der Flieger ist brechend voll, da ist kaum Platz. Jo, alle sitzen, es geht los. Also wir haben ja höchstens hier, also keine 10 freien Plätze im ganzen Flugzeug.
Hamburg bei Nacht, das sieht ein bisschen aus wie das Miniaturwunderland, ist aber tatsächlich Hamburg bei Nacht in der Realität. Da hinten der Hafen, davor das Airbus-Werk in Hamburg-Finkenwerder. Wir überqueren jetzt hier gleich die Elbe und dann wird es dunkel. Also Hamburg, ein heller Schein. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass man diese ganzen Lichter alle in den letzten Jahren auf LED-Technik gedreht hat, dass kaum noch herkömmliche Technik da vorhanden ist. Und so hell, Wahnsinn. Also da hinten Hafen, Airbus, so zur rechten Seite und hier vorne vor uns Wohngebiete, da ist die Elbe. Und dann wird es gleich dunkel, dann kommen wir rüber auf die andere Elbseite und dann geht es übers alte Land hinweg, das größte Obstanbaugebiet Deutschlands, das endet hier und geht, zieht sich dann durch an der ganzen Elbe entlang, bis kurz vor Cuxhaven, das alte Land und Kiedinger Land. So viel dazu, jetzt geht's nach Mallorca. Jetzt wird's dunkel und dann sehen wir uns auf Mallorca jetzt gleich wieder. Der Mond, ehrlich. Wir sind im Landeanflug auf Mallorca. In der Zwischenzeit hat sich hier gar nicht so viel getan. Es war ruhig im Flugzeug. Ein Kind konnte nicht beruhigt werden. Mutter hatte so ihre Mühe damit. Weiß nicht, was das Problem war. Es wollte nicht auf seinen Sitz. War noch ein ziemlich junges Mädchen, oder ist ein ziemlich junges Mädchen. Und ja. Ist doch nicht so einfach zu fliegen. Kriegst den Druckausgleich nicht so hin. Die Kleinen haben da schon so ein bisschen Probleme. Wir fliegen ein oder sind schon über das Tramuntana-Gebirge hinweggeflogen und fliegen jetzt über den Südwesten. Schwer zu sagen, welche Orte das jetzt sind. Ich kenne mich hier eigentlich einigermaßen aus. Ich brauche Anhaltspunkte, dann erkenne ich das. So, jetzt habe ich Anhaltspunkte. Das waren eben so die Gemeinden oberhalb. Das waren noch Tramuntana-Gebirge vorher zum Teil. Calvia. Und jetzt sind wir über Santa Ponsa ganz direkt. Gut zu erkennen, die Bucht. Gleich kommt ins Bild. Ich nenne ihn den Millionenhügel, wo die Häuser so kreisförmig, die Straßen so kreisförmig sich bis nach oben schlängeln. Und da ganz oben in der Mitte, da ist ein Turm, den kann man auch Richtung Pagera sehen, ein Funkturm. Das sieht ein bisschen aus wie Weihnachten, oder? Die Straßenbeleuchtung, herrlich. Jetzt geht's hier gleich an der Küste entlang. Ja, wirklich wie so eine Weihnachtsbeleuchtung. Wenn man weiß, wenn man alle Anhaltspunkte hat, dann erkennt man jede Straße. Ja, und die grünen Flächen sind natürlich dunkel. Ja, an der Küste entlang jetzt, an Palma Nova, Magaluf, vorbei, gleich Richtung Hafen. Portas Naus noch vorbei. Da hinten ist Palma. Das ist jetzt die ganze Küste, hier vorne das Meer. Ich habe keine Ausbildung.
kann auch erahnen, wo der Marivent-Palast liegt, also der Königspalast. Da ist ja gerade jemand zugegen, weil hier gerade irgendeine Veranstaltung stattfindet. Übrigens hatten wir tatsächlich, es war so ein ruhiger Flug, Flugzeug Astrain, eine A320, also Lauda fliegt ja mit Airbus, Ryanair mit Boeing, und wir hatten dann einmal so heftige Turbulenzen, da ging das Flugzeug tatsächlich so viele Meter auf einmal runter, hast du echt gespürt, aber hat der Pilot alles super gemeistert. Auch hier ist es so, der Hafen hell beleuchtet. Für mich ganz gut zu erkennen, die Kathedrale, da ist sie, da der helle Punkt. Die Kathedrale von Palma. Und wir fliegen entlang den ganzen Paseo, den ich vor ein paar Tagen noch bei blauem Himmel, Sonnenschein gezeigt habe. Wer das Video verpasst hat, ich kann es gerne mal einstellen. Eine Fahrt entlang auf der ganzen Straße, die ja zu Flaniermeile umgebaut wird, wo dann nachher sich Gastronomen einen guten Umsatz versprechen. Also viele haben schon vorher die Lokale gewechselt, sich die Plätze gesichert, damit sie eines Tages davon profitieren. Der Umbau wird wohl noch eine Weile dauern. Der Autoverkehr muss da durchschleichen. Also sind überall Schwellen eingebaut, wie man in dem Video sehen kann. Da muss man drüber schleichen, sonst hat man keine Chance, entlang zu fahren. Aber das Endergebnis wird schon wahrscheinlich gut sein für alle, die es so wollten. Da links war eben Portugal, Molinar, und hier kommt Can Pastilla ins Bild und wir können fast jedes Haus, jede Lampe erkennen. Das ist die Calagamba. Schöner Anflug auf Mallorca, Palma noch ein letztes Mal und jetzt geht's auf die Landebahn. Wir docken hier an. Guck mal, da ein lustiges Flugzeug. Hübsche Bilder da drauf. Zum Glück sitze ich weit vorne. Ich hoffe, ich bekomme meinen Bus noch. Das dockt jetzt an.
So, wir sind raus und das ging alles ganz gut. Natürlich haben viele sehr viel Handgepäck dabei, sodass sich das ein bisschen verzögert, wenn der eine oder andere noch seine Sachen zusammensuchen muss. Aber alles in allem hat das super geklappt. Von der halben Stunde Verspätung ist jetzt ungefähr noch eine Viertelstunde, 20 Minuten übrig geblieben. Sagt eben schon, ich muss einen Bus bekommen, zumindest bis nach Palma. Von Palma aus dann mit dem Taxi. Das mache ich eigentlich immer so, es sei denn natürlich, der Bus nach Pagera oder Richtung Pagera und Andrat fährt noch. Da wird gestrichen, guck mal. Hier sind die richtig fleißig noch. Alles war abgeklebt hier und abgesperrt. Da oben wird gestrichen. Ja, es gibt ja diesen Flughafenbus Richtung Südwesten und auch in alle Richtungen. Die fahren jetzt aber nicht mehr mit dem TIB. Die fahren jetzt nicht mehr, die sind in der Nacht nicht aktiv, obwohl viele sich das wünschen würden. Wer so spät fliegt, der steht halt da. Ich glaube, wir sind einer der letzten Flüge, der hier heute Nacht noch ankommt. Danach ist dann erstmal Ruhe und dann geht es erst wieder los um zwischen 4 und 5 Uhr mit den ersten Abflügen. Und ich werde jetzt so ein bisschen versuchen, im Laufschritt Richtung Ausgang zu kommen. Das ist ein weiter Weg. Ich werde die meisten Plätze hier jetzt versuchen zu zeigen. Hier noch einmal ein Sicherheitscheck. Bin wirklich schnell unterwegs, deswegen kann das Bild mal so ein bisschen wackeln. Auch wenn es natürlich nicht schön ist, so lange Strecken zu laufen oder zu gehen, aber das ist auch irgendwie eine Form von Entspannung. Also es ist nicht so, dass es jetzt eine ganz große Belastung wäre für mich persönlich. Und wir sind nicht mehr weit entfernt von den Gepäckbändern.
Ja, da sind wir schon. Zum Glück, ich habe keinen Koffer dabei. Muss hier nicht warten. Es geht jetzt schnell Richtung Ausgang. Und da ist sie schon, die Tür ins Glück. Also ab hier beginnt immer die ganz große Freude, auch wenn ich jetzt nicht weiß, wie es alles gleich klappt. Trotzdem, große Freude, alles andere ergibt sich. Oh doch, da hinten steht mein Bus, also es passt noch, schnell im Laufschritt Richtung Bus. Geschafft, ich sitze im Bus. Ihr könnt hier für wenig Geld vom Flughafen nach Palma fahren. Es geht jetzt hier, der Bus ist gut gefüllt. Wir sind jetzt, ja, es ist jetzt fast 1 Uhr schon am Morgen. Es geht Richtung Palma und von da aus mit dem Taxi Richtung Südwesten. Hier, das ist jetzt die drittletzte Haltestelle, Plaza España. Von hier fahren auch die ganzen Bahnen und Busse ab und kommen an. Von hier fährt auch der Soyer Express. Also hier ist viel los. Ich habe es auch schon mal in einem Video vorgestellt. Bin hier schon öfter mal angekommen. Ja, und da bin ich nun ganz allein auf der Straße. Hier ist wirklich gar nichts mehr los. Kaum Autos, gar keine Fußgänger mehr. Die Leute aus dem Bus haben sich nach und nach alle verteilt. Die meisten sind natürlich Plaza España ausgestiegen. Und jetzt hier 2 Haltestellen weiter als Endstation. Und jetzt geht's Richtung Santa Catalina Viertel zum Taxi. Da ist ein Taxistand, da finde ich immer einen freundlichen Fahrer, Fahrerin auch oft. Ich habe das letzte Mal eine Fahrerin gehabt, die sprach super Deutsch. Die ganze Strecke über ein bisschen gequatscht. Und sie hat tatsächlich Georgis Kanal geschaut. Wahnsinn. Also sie war völlig begeistert. Ja, das erlebst du wenig. Also die meisten sprechen dann nur Spanisch und mit denen kannst du gar nicht dich unterhalten, wenn du dann halt kein Spanisch sprichst. Aber worum geht's? Es geht dann darum anzukommen. Aber das war schon einmal ein richtig nettes Gespräch. Ging die Fahrt schnell vorbei. Und ja, hier ist alles hell beleuchtet. Ja, jetzt ist tatsächlich ein bisschen längeres Video geworden. XXL-Reise von Hamburg über, wo sind wir drüber geflogen? Ja, wir konnten Österreich, Schweiz, Frankreich, Spanien und hier gelandet auf Mallorca. Ja, ich hoffe, die Reise hat euch gefallen. Gebt doch gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video das wert ist. Und wer neu ist auf Georgis Kanal, hier gibt's noch viel mehr, dann gerne diesen abonnieren. Ich bin hier tatsächlich jetzt im Santa Catalina Viertel. Jetzt geht's nur noch kurz zum Taxistand. Und die Fahrt von hier schon, deswegen mache ich das. Es ist nicht schlimm für mich, hier noch mal ein paar Meter zu gehen. Von hier dann zurück nach Hause. Ja, tschüss, adios und bye bye. Bis zum nächsten Mal auf Georgis Kanal. Servus. Und ich freue mich natürlich auch auf eure Kommentare, ist doch klar. Tschüss.